Was geht, Freunde? Und damit herzlich willkommen zur Bundesliga-Preview Nr. 31. Die letzten vier Spieltage sind angebrochen. Heute gibt es das Video leider ein bisschen später. Ich war heute Morgen noch unterwegs. Sorry dafür. Und wir fackeln nicht lange drum rum und starten direkt rein, damit ihr es sehen könnt. Let's go! Yes, Sir, Freunde, bevor das Ganze losgeht, könnt ihr natürlich wie immer gerne ein Like auf dem Video da lassen. Mich würde es mal unglaublich freuen, wenn wir hier die 700 Likes knacken würden. Ist eine Challenge für euch, wir hatten immer knappe 600, macht mal die 700 voll, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ich werde mit diesem Team reingehen. Sieht Katastrophe aus. Das sieht halt Real Talk aus wie ein Team von jemandem, der Safe Call absteigt. Aber ihr müsst euch halt vorstellen, ich habe einen Günther, ich habe einen Chwanchara, einen Agu, einen Vogt drin für Stiller, Jahn und Honorar. Was willst du machen? Bei mir fällt gefühlt alles aus, ich kann nichts tun. Ich kann euch verraten, ich werde hier versuchen auf Piringer zu gehen, dass ich mir den noch irgendwie mitnehmen kann. Vielleicht biete ich auch noch ein bisschen mehr, weiß noch nicht, aber eigentlich ist er mir nicht wirklich viel mehr wert, vor allem weil er nicht safe spielt, der würde dann für Felix Agu reinkommen. Es sieht wirklich katastrophal aus. Also generell die Matchups sind Katastrophe, mein Team fällt auseinander. Ich will dieses Wochenende einfach nur skippen und in die nächste Woche reingehen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob es bei euch genauso ist. Eine Kleinigkeit natürlich noch, bevor das Ganze losgeht. Morgen 16 Uhr, wie immer, Livestream hier auf YouTube. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch da wieder einschaltet. Das macht mich ohne Spaß immer richtig glücklich, wie viele Leute da immer vorbeischauen. Deswegen Kuss an jeden Einzelnen. Checkt gerne morgen den Stream ab, ca. 16 Uhr oder genau 16 Uhr live hier auf YouTube. Wow, 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 Moment, Freunde. Stopp, bevor wir weitermachen. Ganz wichtige Info. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, mein Instagram-Account wurde gesperrt. Und keine Sorge, ich werde euch nicht die ganze Woche damit nerven. Oder doch, werde ich. Aber ihr könnt mir auf jeden Fall sehr, sehr gerne ein Follow auf dem neuen Account da lassen. Es würde mich wirklich unglaublich freuen. Es gibt auch ein kleines Gewinnspiel. Ihr seht diese Team of the Season Posts. Einfach dort liken, kommentieren und meinem Instagram-Account folgen. Das war's. Könnt ihr 3 Monate Member-Abo gewinnen. Ich werde das Ganze 3-mal in Form von einer Paysafe-Card verlosen. Also ihr könnt auch was gewinnen. Geht bitte einfach rüber. Link in der Videobeschreibung oder scannt den Code hier für meinen neuen Kickbase-Account kickbase.gde zu folgen. Kuss an jeden Einzelnen. Dankeschön. Und jetzt geht's los mit dem Video. Und jetzt gehen wir rein, Freunde, in die Matchups bzw. in unser Wochenende und starten natürlich wie immer mit dem Freitagabendspiel, und das ist diese Woche, die TSG Hoffenheim gegen den VfL Bochum. Und ich blende es euch natürlich hier wieder ein, oder ihr seht es ja schon eingeblendet. Für Bochum geht es hier um alles. Es ist ein Heimspiel gegen eine Mannschaft, die schon auswärts stark ist, definitiv, aber es ist ein machbarer Gegner in einem Heimspiel. An einem Wochenende, wo du wahrscheinlich mit einem Sieg von Mainz rechnen kannst und somit 3 Punkte auf einen sichernden Tabellenplatz dir freischaufeln könntest. Wird hart, wird sehr, sehr hart. Deswegen für den VfL geht es hier um deutlich mehr als für die TSG, die weiterhin natürlich an den europäischen Rängen kratzen und aktuell sehr, sehr gut in Form ist. Beginnen wir mal kurz bei der TSG. Man konnte letzte Woche mit 4:3 gegen Gladbach gewinnen, in einem absoluten Freakspiel. Das war sehr, sehr wild. Ich bin grundsätzlich davon überzeugt, dass die TSG aktuell ganz guten Fußball spielt. Die machen Spaß, die finden langsam immer mehr rein. Und Robert Sko ist jetzt ganz gut etabliert nach diesem einen Spiel, hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe und denke, dass er nochmal seinen Einsatz bekommt, denn Juraschek hat mir da bisher nicht so gut gefallen, außer in seinen ersten Spielen gefühlt, den ersten beiden. Ja, man trifft hier auf Bochum, eine Mannschaft, die gewisse Teile hat, die oder in manchen Heimspielen einfach wirkt wie eine absolute Super-Bundesliga-Mannschaft, aber aktuell halt wirklich gar nicht in Form ist, immer mehr in diese Abwärtsspirale reinrutscht, und wenn du dann so jemanden wie Mainz 05 im Rücken hast, die da Druck machen ohne Ende, sie jetzt bereits überholt haben und dann jetzt, wie bereits gesagt, gegen den Abstiegskampf-Konkurrenten mit Köln spielen, wo sie aller Voraussicht nach 3 Punkte mitnehmen werden, werden wir natürlich später in den Matchups auch nochmal drüber reden. Das wird hart. Das heißt, für Bochum geht es hier um eine Menge. Die müssen hier eigentlich gewinnen. Glaube ich dran? Gewinnen auf keinen Fall. Dafür ist mir die TSG einfach zu stark. Mich würde es aber nicht wundern. Also Bochum ist immer eine Mannschaft, die für eine Überraschung gut ist. Mein persönliches Gefühl geht ganz klar Richtung TSG. Was bedeutet ganz klar? Ich gehe von einem knappen Hoffenheim-Sieg aus. Aber was heißt ganz klar? Dass ich dieses Outcome halt als nahezu 100% sehe. Also ich glaube, die TSG wird das hier ziehen. Bochum ist immer ready für ein Upset. Die Fans werden da sein. Aber die TSG macht das aktuell wirklich sehr, sehr gut. Und ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen,
dass die Bochumer in dieser aktuellen Phase etwas gegen TSG Hoffenheim ausrichten können. Noch dazu ist auch mein Pick Maxi Beyers in bestechender Form. Letzte Woche hat er auch wieder auf den Kickbase 160 Rohpunkte gemacht, was wirklich Wahnsinn ist. Den nehme ich hier definitiv in dem Spiel. Bochum ist eine der anfälligsten Mannschaften nach Steckpässen. Das bedeutet Steckpässe von Kramaric, Abnehmer mit einem Maxi Beyer, mit einem Anton Stach, je nachdem. Der turnt da manchmal auch vorne mit rum und macht diese Läufe eigentlich auch ganz gut. Aber vor allem Maxi Beyer habe ich da auf jeden Fall auf dem Zettel. Was auch interessant ist, sind potenzielle Flanken, weil mir da aktuell so ein bisschen die Mannzuordnung bei den Bochumern nicht passt. Aber das ist eher so ein Nebenbei-Thema, weil der Wout ist jetzt nicht der torgefährlichste Stürmer, das wissen wir mittlerweile. Ich habe Maxi Beyer im Auge und denke, dass die TSG das hier ziehen wird. Ein Unentschieden würde mich auch nicht wundern, aber ich glaube, Hoffenheim wird das Ding mit 2:1 gewinnen können. Wir gehen weiter zum zweiten Spiel und das ist Bayern gegen Frankfurt. Die Frankfurter konnten sich letzte Woche gegen Augsburg mit 3:1 durchsetzen. In einem ziemlich umkämpften Spiel, wo ich fand, dass der FC Augsburg sehr, sehr gut im Spiel drinne war. Am Ende hat es dann nicht gereicht, weil man eben auch über Omar Mamouche nochmal ein Last-Second-Tor gemacht hat und generell die Chancen ein bisschen besser ausgespielt hat als der FC Augsburg. Gegen Bayern wird es nochmal ein ganz anderes Spiel. Man spielt in der Allianz Arena, was soll ich da groß erzählen? Der FC Bayern ist ganz gut in Form. Ich habe das Gefühl, seitdem die gegen Arsenal in der Champions League weitergekommen sind, ist das eine ganz andere Mannschaft. Letzte Woche konnte man Union in der alten Försterei mit 5:1 putzen. Ja, Union ist nicht mehr der Maßstab, wie sie es zum Beispiel letztes Jahr waren, aber ich finde trotzdem, dass es wirklich ein beeindruckendes Ergebnis ist. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Coman, Gnabry und Sané weiterhin ausfallen und man eigentlich mit so einer B-Tech-Flügelzange spielt, dann finde ich das schon beeindruckend und da muss man auch meiner Ansicht nach Props aussprechen. Jetzt spielt man zu Hause, man ist gut in Form, die Eintracht schafft es einfach bis heute noch nicht, wirklich Gefahr ins letzte Drittel reinzubekommen, ist auch was ich euch jede Woche erzähle. Trotzdem können so Spieler wie ein Omar Mamouche und wie ein Ekitike gegen Bayern sehr effektiv sein. Das ist auch die einzige Möglichkeit, wie hier Möglichkeiten sich öffnen könnten, für die Eintracht etwas gegen den FC Bayern zu holen. Im Hinspiel hat man es ja gesehen, man einfach die Umschaltsituation, die man hatte über Dina Ebimbe, brutal ausgespielt, über Omar Mamouche brutal ausgespielt. Einfach die hohen Ballgewinne, Tempo nutzen, schnell ins Angriffsdrittel kommen und effektiv und effizient abschließen. Das ist logischerweise der einzige Weg, wie man den FC Bayern in der Allianz Arena schlagen kann. Bin ich ganz ehrlich, würde ich aber nicht drauf gamblen. Also wenn ihr irgendwas aufstellen wollt, dann sind so Leute wie ein Dina Ebimbe, ein Chaibi, ein Mamouche, ein Ekitike. Ich persönlich würde es nicht machen. Ich würde von Frankfurt komplett wegbleiben. Wenn ihr unbedingt gamblen wollt oder müsst, dann geht tendenziell eher mit der Offensive. Beim FC Bayern kann man relativ viel stellen. Denn Frankfurt ist keine pressing-harte Mannschaft. Das heißt, es wird viel Ballbesitz geben, viele Rohpunkte. Das heißt, gerade die Defensivabteilung kann man sich da mal gut reinziehen. Die Frage ist für mich eigentlich einfach nur, ich glaube, Bayern wird so um die 2 Tore machen. Und dann ist einfach die Frage, wird die Eintracht wieder die Chancen wie im Hinspiel so gut ausspielen können? Ich glaube es ehrlicherweise nicht. Man wird hier mit einem anderen Mindset reingehen als FC Bayern. Versuchen diese Räume auch von vorne weg gut wegzuverteidigen. Noch dazu hat man eine andere Konstellation mit einem Pavlovic neben einem Leon Goretzka, der es bisher ganz gut gemacht hat. Und ja, deswegen glaube ich, der FC Bayern wird das souverän gewinnen mit 2:0. Man kann auch auf ein Tor von Frankfurt, wie gesagt, spekulieren. Ich glaube irgendwie nicht dran, wenn ihr da jemanden picken wollt. Wie gesagt, Ekitike, Omar Mamouche wären da eure 2 Männer. Beim FC Bayern ist mein Pick Leon Goretzka. Ist zum einen in super Form, zum anderen brauchst du gegen die Eintracht auch oftmals. Wieder ein Thema, ist gefühlt zum Meme geworden mittlerweile. So ein bisschen Late Arrivals in the Box, also jemand, der so als Boxcrasher aus der zweiten Reihe in den Strafraum reinkommt und dann nochmal ein bisschen für Überzahl sorgt oder in den Räumen auftaucht, wo keine Mannzuordnung gerade stattfindet. Das ist die Definition von Leon Goretzka. Ich glaube, das brauchst du in dem Spiel und deswegen ist er für mich auch mein Pick. Wir gehen weiter. Wir haben so spannende Spiele an dem Wochenende, ohne Spaß. Und ganz ehrlich, ich finde, kein Spiel ist hier wirklich leicht zu predikten, außer Mainz gegen Köln. Alles andere bin ich komplett offen dafür, dass gefühlt alles passieren kann. Aber naja, lassen wir mal so stehen. Wir kommen zu Leipzig gegen den BVB. Ist auch ein Spiel, wo eigentlich RB hat eigentlich alles, was es braucht, um Dortmund zu schlagen. Aber ich finde gerade so Dinge, wo wir immer wieder beim BVB kritisiert haben, also Steckpässe, Tempo auf die beiden Innenverteidiger, das waren immer ganz große Probleme für den BVB. Ich finde, das haben sie aktuell aber ganz gut in den Griff bekommen. Das liegt unter anderem auch daran, dass ein Emre Can sich gerne mal in die Dreierkette fallen lässt, auch wenn er es nicht wirklich effizient macht. Es ist trotzdem da, du hast diese Restabsicherung, du hast einen Aggressor, der so ein bisschen da rausschiebt. Der fällt jetzt aus mit der 5. gelben Karte, der wäre für mich nicht für Kickbase, aber für den BVB an sich für das Spiel relativ wichtig gewesen. Wobei man jetzt auch sagen kann, mit einem Salih Özcan hast du jemanden, der deutlich mehr Athletik mitbringt, auch viel mehr Tempo mitbringt als ein Emre Can. Und das brauchst du definitiv immer gegen RB Leipzig. Ich habe halt irgendwie das Gefühl, dass der in den Zweikämpfen nicht so stark sein wird, in den Halbräumen gegen Xavi und gegen Dani Olmo.
Es ist grundsätzlich für RB hier meiner Ansicht nach alles drin. Für mich hat RB das Spiel in der Hand, wenn sie ihre Chancen gut ausspielen. Wenn sie Openda in die Lücken reinbekommen, wenn sie Šeško in die Lücken reinbekommen, dann haben die sogar das Potenzial, hier relativ hoch gegen den BVB zu gewinnen. Ist natürlich alles im Konjunktiv, ich glaube nicht dran. Für mich ist aber Leipzig aktuell die bessere Mannschaft, immer noch, obwohl der BVB in einer sehr guten Phase drin ist. Offensiv ist es in Ordnung, was der BVB spielt. Man hat da jetzt aktuell mit Sabitzer und Brandt zwei Spieler gefunden, die gerade eben auf diesen offensiven Achterpositionen, wie es auch jetzt hier gerade abgebildet ist, brutal gut in Form kommen. Also die sind da beide, die blühen da total auf und machen richtig Spaß. Dort kannst du RB auf jeden Fall wehtun. Das sind dann genau diese Zuteilungsbereiche zwischen Abwehr und Sechser. Wenn man dort einen Sabitzer und einen Julian Brandt gut eingesetzt bekommt, kann das auch sehr effizient sein. Ich glaube, all in all ist ein sehr ausgeglichenes Spiel mit Tendenz für RB Leipzig, weil sie zu Hause spielen. Ich glaube, hier ist alles drin, von vielen Toren bis wenig Toren. Da ich aber in den letzten Wochen immer die Tendenz habe, zu viele Tore zu tippen, habe ich mich hier mal ein bisschen konservativer eingestellt und gehe mit einem knappen 2-1-Sieg für RB Leipzig. Unentschieden ist für mich auch drin. Der BVB wird es meiner Ansicht nach auf keinen Fall gewinnen, aber Tendenz auf jeden Fall RB. Wenn ihr einen picken wollt, ich habe es eben schon gesagt, Luis Openda oder Benny Šeško. Ich gehe jetzt mal mit Openda, weil er für mich nochmal eine Klasse besser ist und vor allem konstanter ist. Das kann sehr, sehr effektiv gegen den BVB sein. Wir gehen weiter zu Freiburg gegen Wolfsburg. Im Podcast haben wir drüber geredet, hört euch den gerne an, Fernschuss-Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich sehe das hier relativ ausgeglichen. Paul beispielsweise sieht es total bei Freiburg. Und ich kann mir vorstellen, dass viele von euch das Ding hier auch bei Freiburg sehen. Denn Wolfsburg letzte Woche gegen Bochum, ja, sie haben das Ding gewonnen, aber ein guter Auftritt war das natürlich nicht. Man spielt einfach nicht überzeugend genug. Man hat einen super Kader, man kriegt aber auch hier einfach nicht die PS auf die Straße. Und wenn man jetzt gegen Freiburg spielt, die aber einfach fairerweise auch nicht wirklich in Form sind. Es fallen weiterhin mit Lienhardt und Ginter die zwei absolut renommierten besten Innenverteidiger aus. Und das ist für mich ein großes Problem. Deswegen gehe ich auch stark davon aus, dass der VfL wir treffen wird. Und dann ist es für mich nur eine Frage, wie gut schafft es Freiburg offensiv, PS auf die Straße zu bekommen. Das gefällt mir auch nicht so wirklich aktuell. Deswegen ist es für mich total ausgeglichen. Spielanteile tendenziell bei Freiburg, wenn ich auf eine Mannschaft gamen würde, auch tendenziell SCF. Aber ich glaube, das wird am Ende ein 1-2-1 unentschieden werden. Ich kann mich hier nicht wirklich für jemanden einigen und glaube nicht, dass das ein Spiel ist, auf das ihr gehen solltet. Das muss es ja natürlich auch geben dementsprechend. Da meine Tendenz in dem Spiel auf jeden Fall bei Freiburg ist, ist mein Picker aus dem Freiburger Team natürlich Lids Doan. Der ist super in Form. Ich glaube, irgendwie 5 Scorer in den letzten 7 Spielen. Der macht das richtig, richtig stark. Den kann man sich immer gut einpacken und deswegen ist Lids Doan mein Man. Kommen wir zum FC Augsburg gegen Werder Bremen. Ich habe es eben schon angesprochen. Ich fand, Augsburg hat letzte Woche gegen die Eintracht eine gute Leistung gezeigt. Keine überragende Leistung, aber waren meiner Ansicht nach sehr gut im Spiel drin. Und wenn man da die ein oder andere Situation gut ausgespielt hätte, hätte es auch zu mehr erreichen können als eben dieser 3-1-Niederlage. Bremen hingegen hat mit 2-2 gegen den VfB Stuttgart gewonnen. Das ist auf jeden Fall eine absolute Superleistung. Ich habe auch da nochmal viel mit Paul drüber geredet. Der hat das Spiel über 90 Minuten gesehen, hat gemeint, dass Bremen da gerade in den 60 Minuten, in den ersten 60 Minuten eigentlich ganz gut im Spiel war. Und das ist auf jeden Fall ein Step nach vorne, denn Bremen hat mir in den letzten Wochen gar nicht gefallen. Jetzt treffen sie auf eine Mannschaft mit dem FCA. Das Ding ist, das Stuttgart-Spiel liegt ihnen mehr, weil sie da nicht proaktiv ist genau das Gegenteil, reaktiv agieren können. Ich habe es mir gemerkt, Freunde, ihr müsst mir nicht in die Kommentare schreiben, weil sie dort reaktiv reagieren können. Und gegen den FC Augsburg wirst du mehr vom Ball haben, als es letzte Woche gegen den VfB Stuttgart war. Und da liegen definitiv nicht die Stärken bei Werder Bremen. Und es kommt im Umkehrschluss dann auch dem FC Augsburg dann letzten Endes zugute. Augsburg darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Das ist eine Mannschaft, die super in Form ist. Und auch wenn sie jetzt 3-1 verloren haben und auch wenn man so ein bisschen aus dieser starken Serie in Schwanken geraten ist letzte Woche, das ist eine super eingespielte Mannschaft. Die machen das total ekelhaft und total gut. Spielen zu Hause, Jes Torup ist da aktuell richtig am Kochen, was seine Taktiken angeht, stellt die meistens sehr, sehr gut auf den Gegner ein. Und deswegen bin ich hier auch knapp beim FC Augsburg. Es ist für mich kein klares Matchup, es könnte auch unentschieden ausgehen, aber meine Tendenz auf jeden Fall der FCA. Und ich habe mich hier für einen 2-1 Heimsieg für den besagten FC Augsburg entschieden. Mein Gamechanger oder mein Pick in dem Spiel ist der liebe Tietz. Ich habe überlegt gehabt, Bremen gefällt mir voll oft in diesen Halbfeldflanken nicht. Augsburg schlägt die nicht so mega oft, aber ich habe es gerade schon gesagt, Jes Torup ist ein absoluter Taktikfanatiker oder jemand, der die Mannschaft sehr gut einstellt. Ich kann mir vorstellen, dass hier die ein oder andere Halbfeldflanke von einem Mbabu, von einem Pedersen geben wird und Tietz ist eine absolute Hoheit in der Luft. Ich glaube, der wird hier einen einnicken und deswegen ist er mein Mann und mein Pick in diesem Spiel. Wir kommen zum Samstagabend-Topspiel. Das ist Platz 1 gegen Platz 3, Bayer Leverkusen. Empfängt in der eigenen Bayer Arena
den VfB Stuttgart und das ist auf dem Papier natürlich ein absolutes Hammer-Matchup. Letzte Woche hat Leverkusen ja nur 1:1 gegen den BVB gespielt. Ein absolut untypisches Ergebnis, aber auch da hat man gefühlt mit der kompletten B-Mannschaft gespielt. Man hat sich kaum angestrengt und trotzdem hat man das ganze Spiel dominiert und jetzt nicht in eine Großzahl an Chancen rausgespielt, aber der Ballbesitz war größtenteils da. Die Chancen waren definitiv auf der Bayer-Seite und ja, der VfB hat wie eben bereits erwähnt gegen Werder Bremen verloren. Da clashen schon zwei Mannschaften aufeinander, wo man meiner Ansicht nach auf jeden Fall große Unterschiede sieht. Die Leverkusener Elf ist einfach nochmal ein Riesenschritt weiter, als es der VfB ist. VfB Stuttgart spielt eine super Saison, ist eine klasse Mannschaft und man sieht gerade gegen die richtig großen Gegner, also gegen Bayern und gegen Bayer, oftmals ganz, ganz große Probleme. Ich habe auch im Podcast gesagt, für mich das ist ein klares Matchup für Leverkusen. Ich weiß, dass sie im DFB-Pokal extrem gestruggelt haben und auch nur last second mit 3:2 gewinnen konnten. In der Liga war es ja sogar, glaube ich, ein Unentschieden. Bin mir nicht mehr sicher, aber ich meine 2:2 auch oder 1:1. Für mich ist das hier aber ganz klar. Ich bin hier voll bei Leverkusen. Sie sind total im Flow. Die sind so in dieser Saisonendphase, wo die nochmal richtig Bock haben, es allen zu beweisen. Die haben weiterhin den Hunger, die haben weiterhin die Motivation. Beim VfB Stuttgart fällt mit Angelo Stiller einer der wichtigsten Männer aus. Ist lustig, weil auf beiden Seiten fällt der Taktgeber aus. Denn auch bei Leverkusen fehlt Xhaka mit der 5. gelben Karte. Also die beiden Lenker im Mittelfeld fallen auf beiden Seiten aus. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es ein bisschen direkteres Spiel gibt, was zu mehr Toren resultieren könnte. Ich glaube aber einfach, da sie zu Hause spielen und damit der VfB gerade in diesen Big, Big Games dann einfach noch nicht erwachsen oder reif genug ist, bin ich hier, wie gesagt, voll und ganz bei Bayer Leverkusen. Was heißt voll und ganz? Ich gehe mit einem 3:1. Kann mir auch vorstellen, dass noch mehr Tore fallen, also Richtung 4:2. Ich habe aber gesagt, ich tippe immer ein bisschen zu hoch. Ich will ein bisschen konservativer tippen. Deswegen 3:1 Heimsieg für die Werkself. Und wenn ich hier jemanden picken müsste, dann wäre es quasi der Ersatz von Granit Xhaka mit Ezequiel Palacios, dem ich auch meine grüne Balkengarantie gebe. Ich glaube, der wird in dem Spiel mindestens 100 Punkte machen. Wird dann, wie gesagt, die Xhaka-Rolle übernehmen. Hat gleichzeitig aber auch noch gute Zugriffe im VfB-Mittelfeld, weil eben Angelo Stiller fehlt. Und Karasor wird viel in Zweikämpfen unterwegs sein, wenn Palacios die Räume, was er oftmals sehr gut macht, gut ausnutzen kann. Ist es ein super Spieler. Deswegen Ezequiel Palacios mein Pick in diesem Spiel. Wir kommen zu den Sonntagsspielen. Davon haben wir 3 an der Zahl, die aber für wenig Spektakuläres sorgen sollten. Wir beginnen mit Gladbach gegen Union. Und das mache ich ganz kurz, weil das ist die absolute Horrorpartie. Das ist ein Spiel, was man sich echt nicht angucken sollte. Wenn man eins rauspicken müsste, wäre es auf jeden Fall das, denn ich glaube, hier wird absolut nichts passieren. Es wird ein Rumgeplempel, beide Mannschaften können wenig qualitativ im letzten Drittel ausspielen. Ich weiß auch, das Hinspiel war wirklich unerträglich anzugucken an der alten Försterei. Es wird Katastrophe. Es wird ein ganz, ganz hartes Matchup für jeden Zuschauer. Ich werde es mir natürlich reinsehen, weil ihr seht es, Thomas Tranchara könnte seinen Weg zurück in die Startformation finden, was einfach nur wahnsinnig lustig wäre. Ich bin sehr gespannt. Ich mache es ganz kurz. Ich sehe beide Mannschaften gleich schlecht und ich sage bewusst gleich schlecht, weil mir beide Mannschaften nicht wirklich gefallen. Jeder hat so ein bisschen Dinge, die er ganz gut macht. Bei Gladbach ist in den meisten Fällen die Offensive, bei Union ist in den meisten Fällen die Defensive. Also auch das egalisiert sich einfach komplett. Deswegen bin ich hier bei einem 1:1. Wenn ich jemanden picken müsste, wäre es Robin Hack, weil er letzte Woche 3 Tore gemacht hat. Das ist die einfache Erklärung. Spieler, die sich so ein bisschen in Form spielen, die sollte man auch belohnen. Deswegen ist er mein Pick in diesem Spiel. Wir kommen zum nächsten Spiel und das ist Mainz gegen Köln. Auf dem Papier, wenn man einfach mal so die letzten Wochen ausklammern würde und diese beiden Mannschaften tabellarisch betrachten würde, würde man dann sagen, boah, das ist ein Duell auf Augenhöhe, das ist ein Spiel, wo es um beide Mannschaften um alles geht, beide werden hochmotiviert sein. In meiner Welt ist das komplett anders. Mainz ist die Mannschaft in der Bundesliga, die aktuell am krassesten in Form ist. Es gibt keine Mannschaft, die mehr on fire ist als der erste FSV Mainz 05. Und Köln wurde letzte Woche durch eine 2:0 Heimniederlage gegen Darmstadt, den Tabellen 18. meiner Ansicht nach komplett emotional gebrochen. Und mit der Einstellung, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich für das Spiel hier groß motivieren können. Natürlich, also das klingt falsch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das Feuer entfachen können, diesem Spiel zu sagen, ey, wir bäumen uns auf. Diese 3 Punkte wären so big. Ich meine, ihr seht es ja auch in der Tabelle, man könnte auf 2 Punkte an Mainz wieder rankommen. Mainz ist aber so gut aktuell, dass ich hier für den ersten FC Köln nicht den Hauch einer Chance sehe und wirklich sage, Mainz wird die komplett auseinanderschrauben und danach ist Köln, also Köln ist jetzt schon durch. Ich glaube eh nicht mehr daran, dass sie die Klasse halten können, was super schade ist, aber es ist halt so, Freunde, ich bin todesconfident. Mainz wird die putzen. Ich tippe 3:0. Für den ersten FSV Mainz 05, was einfach Wahnsinn ist, aber ich habe es jetzt schon 3-4 Mal gesagt,
Mainz ist die Mannschaft der Stunde. Die sind komplett on fire, das stimmt alles. Die Automatismen stimmen. Das Einzige, was ein bisschen wehtut, ist, dass Lee gesperrt ist. Aber alles andere wird so dermaßen klicken wie die letzten 4 Wochen insgesamt. Mainz ist die Mannschaft, deswegen ganz klar Mainz 05 auf dem Zettel haben. Mein G-Beast, ich habe ein bisschen gecheatet, denn beim G-Beast habe ich mich für Nadim Amiri entschieden. Ich weiß, er ist mittlerweile nicht mehr wirklich cheap, aber ihr habt ja alle meine Once-Watches oder Picks gehört, da ist kein wirklich cheaper dabei. Deswegen gehe ich mit Nadim Amiri und mache es mir mal ein bisschen einfach an der Stelle. Kommen wir zu Darmstadt gegen Heidenheim. Auch das machen wir ein bisschen kürzer. Darmstadt konnte letzte Woche 3 Punkte einsammeln, was natürlich an sich ein super Ergebnis ist, was für sie auch unglaublich wichtig ist vom Ergebnis her. Wird ihnen aber nicht viel helfen. Ihr seht es, die sind 10 Punkte vom Relegationsplatz weg. Das heißt, die müssten, ja, die dürften kein einziges Spiel mehr verlieren, um noch in die Relegationsplätze zu kommen. Und dann müssten Bochum und Mainz alle Spiele verlieren. Wird nicht passieren, man wird direkt runtergehen. Und dementsprechend wird auch das Spiel letzte Woche nicht mehr das Feuer entfachen können. Ich glaube, Köln war da einfach ein sehr dankbarer Gegner, weil die sowieso schon mental gebrochen waren und man konnte als Darmstadt da relativ einfach dagegen halten. Jetzt kommt der 1. FC Heidenheim, eine Mannschaft, die, habe ich auch im Podcast gesagt, immer noch Hunger mitbringt, obwohl es für sie eigentlich um nichts geht. Die europäischen Plätze sind zu weit weg. Man ist, wie ihr seht, 7 Punkte hinter dem SC Freiburg oder 6 Punkte ohne den Punkt, den ich eben schon draufgerechnet habe. Man wird in diesem Tabellenmittelfeld landen, nicht weiter oben, nicht weiter unten. Also eigentlich müsste die Saison einfach vor sich hin dümpeln. Man sieht es auch an dem Spiel gegen den FC Bayern vor ein paar Wochen. Heidenheim hat immer noch Bock, die haben immer noch Hunger. Und dementsprechend, die werden hier meiner Ansicht nach das Spiel mit 100% Ernsthaftigkeit angehen. Und dann bist du einfach von Vorteil. Noch dazu ist Heidenheim super kompakt, super nach Standards und gefährlich im Umschaltspiel. Alles Dinge, die gegen Darmstadt super effizient sind, wie gefühlt alles. Deswegen, ich bin hier voll und ganz bei Heidenheim. Ich wüsste nicht, warum die jetzt nicht gewinnen sollten. Tippe ich auf einen 2-0 Auswärtssieg und bin, wie gesagt, voll und ganz beim 1. FC. Ha, kommen wir noch zu meinem Pick in dem Spiel. Und das ist auch gleichzeitig meine Scorer-Garantie mit Jan-Niklas Beste. Würde ihn auch überall aufstellen. Ich habe ihn auch in der Championship mit drin. Würde ich einfach überall aufstellen. So, jetzt gehen wir nochmal rein in die Hotzone. So, Freunde, und damit herzlich willkommen in der Holy Hot Zone. Ihr findet den Link zu meinem Partner Holy natürlich als obersten Link, wie immer, in der Videobeschreibung. Es gibt ein paar neue Flavors. Ich habe euch jetzt schon ein paar Mal den Thai Lime Toucan vorgestellt. Das ist meine aktuelle absolute Favorite-Sorte. Richtig, richtig geil. Und was jetzt rausgekommen ist, was sich auch sehr viele gewünscht haben, ist so ein bisschen klassischer Energy-Geschmack. Der Energy Eel ist jetzt verfügbar. Und wie gesagt, der schmeckt so ein bisschen einfach wie der klassische Energy-Geschmack, wie man ihn kennt. Also ohne Geschmackssorte sozusagen. Auf jeden Fall auch sehr nice. Ich finde den Thai Lime Toucan aber deutlich besser. Was ich bei Holy immer geil finde, ist halt einfach, dass man eben so viele verschiedene Geschmäcke hat und nicht eben nur auf diesen klassischen Energy-Geschmack gehen will, wenn man ein Zero-Getränk haben will. Könnt ihr, wie gesagt, gerne abchecken. Code KG10 spart ihr nochmal 10% mit dem Code TOBI5, nochmal 5 Euro. Gibt auch Eistees, Hydration, alles vegan, kaum bis keine Kalorien, kaum bis kein Zucker, nur natürliche Inhaltsstoffe. You name it, ultra geiles Produkt, ihr wisst es mittlerweile. Kuss für den Support auch bei Holy. Wie gesagt, Link dazu in der Videobeschreibung nutzen, KG10 beim Checkout. Und was soll ich euch groß erzählen, Freunde? Die Hotzone ist natürlich die Definition einer Hotzone, meiner Ansicht nach. Der 1. FSV Mainz 05 ist meine Hotzone am 31. Spieltag. Ich sehe zu Hause gegen den 1. FC Köln und man kann hier wirklich alles aufstellen. Um euch das Ganze ein bisschen leichter zu machen, habe ich natürlich versucht, so ein bisschen rauszukristallisieren, auf welche Spieler ich tendenziell gehen würde. Das wären so in der ersten Reihe, also Amiri ist natürlich clear der Beste. Dann haben wir Gruder, Burkhardt, die richtig geil sind, Vandenberg, der richtig geil ist. Und dann nochmal Mbeno und Cassie, weil die auch nochmal bei den Kölnern, die in der Zentrale mit Martell, Chabot und Hübers relativ stark sind, über die Außen richtig Dampf machen können. Ihr könnt aber legit alles aufstellen. Mainz ist meine absolute Hotzone an diesem Spieltag und die werden euch richtig sicke Punkte reinbringen und meiner Ansicht nach mindestens die drittbestpunktende Mannschaft an diesem Spieltag sein. Und das war's, Freunde, mit der Bundesliga-Preview Nummer 31. Ich hoffe, das Ganze hat euch wie immer Spaß gemacht und dann sehen wir uns morgen um 16 Uhr hier auf YouTube im Livestream. Kuss an jeden, der dabei ist. Wir sehen uns morgen. Haut da rein, bis dann und ciao, ciao. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man?